In jedem Fall wird der Sog des Jenseits stetig intensiver. Du musst dich zügig entscheiden. Den Adra detonieren lassen. Du erzeugst aus der verdorbenen Essenz eine destruktive Kraft, die den Raum dich herum zerfetzt. Bevor du selbst auch zerstörst wirst, fließt du in deinem Körper zurück. Ja, gehen wir lieber. Du hältst dich an der Struktur deiner Seele fest, rettest dich in die materielle Welt, während die immaterielle um dich herum verzerrt wird. Ah, ich habe hier immer noch zu verstauchte Knien. Du spürst, wie sie auseinanderbricht und sich in ein tiefes Nichts auflöst. Du hast Angst davor, dass sie dich auch zerstören könnte. Du kehrst in deinen Körper zurück, so als wärst du gerade von einem Berg in ihn herabgestürzt. Deine Kameraden um dich herum ächzen und schnaufen. Du hältst deine Ohren zu, um sie vor dem krachenden, zerschellenden Adra zu schützen. Tja, Amen. Drei Quests, die sich aktualisiert haben. Einmal natürlich die Stürme von Pococohara. Ich weiß nun, was in Pococohara passiert ist. Das wird Azura bestimmt interessieren. Ich finde ihn in der Messe in Zigadelle in Nikataka. Ich habe den Adra zerstört. Damit habe ich sowohl den Stürmen als auch der Hoffnung auf den Abbau von leuchtenden Adra ein Ende gesetzt. Ja. Geringe Chancen, dass Azura wird wissen wollen, was auf Pococohara geschehen ist. Mhm. Und Handelsbedingungen. Der Vertreter der Gesellschaft wird wissen wollen, was auf Pococohara geschehen ist. Was sagt meine Reputation? Dass ich zwielichtig geworden bin. Das wiederum möchte ich nicht so wirklich auf mir sitzen lassen, ehrlich gesagt. Vor allem, weil ich nicht weiß, durch was ich zwielichtig geworden bin. Naja, steht hier leider nicht. Und hier wird es auch nicht stehen. Und bevor wir da rein sind... War ich noch nicht zwielichtig, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht, werde ich zwielichtig dadurch, dass ich ihm erst den Vorschlag mache, das Adra zu zerstören und ihn dann Nein, ich bin schon danach vorher zwielichtig gewesen. Warum auch immer ich zwielichtig bin. Zwielichtig und aggressiv, das sind Sachen, die ich eigentlich gar nicht steigern will. Und das wirft es mir einfach so entgegen. Hm. Okay, das heißt, wir können... das Autosave wieder laden, wo wir rauskommen, weil es hat keinen Sinn, egal was ich mache. Und ja, meine Reputation ist mir schon ein bisschen wichtig. So, dann mal bitte wieder hoch. Worüber wir jetzt hier rauskommen. Ah, hier hinten. Und hier liegt sogar was im Sand.
Ja, Ruineingang, Ruineingang. So, das heißt, wir können die Ruinen verlassen und uns wieder auf hohe See begeben. So, die Ruinen können wir mal hinter uns lassen. Wir können noch mal hier beim Lager aufschlagen. Hat das unsere Wunden zufällig weggemacht? Ich hoffe es einfach mal. So, und von hier aus geht's dann nach Süden. So, jetzt tausche ich mal Wasser gegen, also das, die Hackfresse gegen Obst, beziehungsweise den Schleim an Hackfresse ist es ja nur, wenn es gekocht wurde. Treibgut, hey. Reparaturvorräte, die wir nicht brauchen. Jetzt sind wir gerade südlich von Tikavara. Oh. Da ist ein N und ein E. Und da ist ein Krummsporn-Kapitän. Ja, du bist im Kapitän des Sklavenhändlerschiffes. Zeig mal, was du so zu verkaufen hast. Ah, nichts Besonderes, okay. Und er hat auch nicht wirklich, warum wollen die kämpfen? Der unerschrockene Annes Vielauge. Hatten wir mit der schon das Vergnügen? Das Schiff hält einen Abstand und umschleicht dich aus sicherer Entfernung. Ja, leichte Beute. Volle Kraft voraus.
Ja, Schiff kommt zum Stillstand. Weiter ran. Volle Kraft voraus. Ja, rumtrottel Gere und Giotto, der Rothändige, klettern auf den Hauptmast und hissen die restlichen Segel. Okay, sie haben mit ihrem Eisensonderer daneben gezielt. Näher ran. Sie drehen immer noch ab. Ja, sie gehen auf, sie versuchen den Kurs zu ändern, habe ich so das Gefühl. Bereit machen zum Entern. Ja, die Mannschaft dürfte auch nicht stark genug sein, dass sie gegen mich eine Chance hat. Und so können wir wenigstens die Moral ein bisschen hochboosten. Und kriegen vielleicht auch ein paar Vorräte. Wir haben die Dürrwälder Flagge gehisst, also sollten sie uns eigentlich nicht feindselig gegenüberstehen, außer sie sind von Natur aus feindselig. Also ein valianisches Piratenschiff sozusagen. Was stand da gerade? Ich kenne dieses Meer wie meine Westentasche. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Okay, Palegina kriegt ein bisschen auf die Ömme. Au. Den hast du da oben ganz gut zerfetzt. Ja, die Frame-Einbrüche teilweise sind nervig. Oh, das war Ishiza, aber das ist nicht ganz so wild. So, belebt mal deinen Gefährten wieder. Und das war's. 9 Moral, das heißt, wir sind wieder auf Maximum. Erfahrung, Zimmererfahrung. Stufen und Ränge. Farm der Valianischen Handelsgesellschaft. Triumph von Annes Vielauge. Mhm. Sehr viele Münzen. Außergewöhnliche Arkebuse. Wie sieht das bei dir aus? Du hast schon eine außergewöhnliche. Okay. Schleimarsch Zucker Ale. Okay, ich kann Ale ausgeben. Sehr gut. Und der Rest ist hauptsächlich für die Fans. Also alles nehmen und fortfahren. Gut, das heißt, ich kann hier Schleimal reinpacken. Ich kann auch mal Reis wieder reinpacken. Ich kann hier das Ale.